Nein, Geopolitik ist offenkundig nicht die Stärke der Aktienmärkte, denn die haben geglaubt, das, was viele US-Offizielle gesagt haben, na, ist doch alles schick, jetzt hat der Iran diesen weitgehend verpufften Angriff gestartet, praktisch alles abgefangen durch Israel und seine Verbündeten, also kann doch Israel jetzt den Sieg erklären. Aber nein, so funktioniert diese Logik nicht, denn es ist schlichtweg so, dass Israel gesagt hat, wenn der Iran von seinem Territorium aus das israelische Territorium angreift, wird man zurückschlagen. Hinter dieser Aussage kann man nicht zurück. Und dann gibt es eben diese Logik aus Sicht von Israel. Würde man zum Beispiel jetzt nicht zurückschlagen, dann wäre das ja praktisch ein Schwächezeichen. Dann würde man die Botschaft vermitteln, ja, ihr könnt uns mal ungestraft hier angreifen, wir schlagen nicht zurück. Das ist ein absolutes No-Go für die israelische Regierung, zumal Biden, wollte ich schon sagen, Netanyahu, unter Druck ist eben durch radikale Minister aus seinem eigenen Kabinett, die gesagt haben, wenn ihr oder wenn du hier nicht einen entschiedenen Gegenschlag, eine entschiedene Antwort gibst, dann sind wir raus aus der Koalition. Das würde bedeuten, die Regierung Netanyahu wäre gescheitert und das könnte für Netanyahu dann bedeuten, dass er vielleicht im Knast landet. Es laufen ja einige Verfahren gegen ihn, die er besser abbügeln kann, wenn er Regierungschef ist, als wenn er das nicht mehr ist. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Die Aktienmärkte, wie gesagt, erstmal euphorisch, super, ist doch jetzt alles gut. Und dann kam folgende Meldung des Wall Street Journal, die sagt, also Israel wird zurückschlagen und das könnte schon heute sein, dass Israel zurückschlägt. Daraufhin die Aktienmärkte etwas weniger euphorisch. Das hat dann diese ganzen geopolitischen Risiken praktisch wieder in den Fokus gebracht, die man vorher glaubte ausklammern zu können, aber das kann man im Nahen Osten eben schlichtweg nicht. Und hier der israelische Verteidigungsminister Garland hat es gesagt zum amerikanischen Verteidigungsminister, wir haben gar keine andere Wahl als zurückzuschlagen. Das ist das, was ich heute versucht habe im Videoausblick zu thematisieren. Jetzt jenseits der Frage, ob Israel sozusagen angefangen hat mit diesem Bombardement der iranischen Botschaft in Damaskus oder nicht. Das ist keine moralische Frage, die ich hier versuche darzustellen, sondern eine Logik darzustellen, die dann letztendlich für die Finanzmärkte auch wichtig ist. Da gab es ja dann wieder viele Spezialistenkommentare, halte ich doch raus aus Geopolitik und so weiter, aber es gehört eben dazu. Und Finanzmarktwelt ist von Anfang an ein Kanal, der versucht hat, die Wechselwirkungen zwischen Finanzmärkten, Politik, Wirtschaft, diese Dinge auf den Punkt zu bringen. Also warum soll ich das tun? Wem das nicht passt, der muss ja diese Videos nicht schauen. Simple as it is. Und dann auch Berichte, dass Offizielle aus Israel gesagt haben, wir werden die Bodenoperation in Rafah verschieben, die bereits geplant war, bis wir diesen Gegenschlag gegen den Iran gemacht haben. Rafah ist ja dann praktisch die nächste rote Linie, die da vielleicht überschritten werden könnte, diesmal aus Sicht der arabischen Länder, die gesagt haben, Rafah ist absolutes No-Go. Wenn ihr da eine Bodenoffensive macht, dann wird es wirklich kritisch. Also wir sehen, wie explosiv eigentlich die Lage ist. Natürlich kommt es darauf an, ob das jetzt eher ein symbolischer Rückschlag ist, den die Israelis machen werden oder doch mehr. Das bleibt abzuwarten. Jedenfalls sagt man seitens der Israelis, dass man das Ganze mit den USA gerne koordinieren möchte. Aber die Biden-Administration, die würde sich natürlich gerne raushalten aus dieser ganzen Geschichte, denn es ist Wahljahr und wenn diese Geschichten hier weiter eskalieren, wenn diese Situation sich weiter aufheizt, dann hätte das zum Beispiel auch Folgen für den Ölpreis, damit für die Benzinpreise. Das ist für Biden sehr wichtig, dass das hier nicht schief geht. Jedenfalls, die Israelis haben gesagt, ja, die Amerikaner werden uns helfen, unseren Gegenschlag sozusagen zu koordinieren. Der Iran wiederum hat gesagt, wenn die Amerikaner das tun, wenn die da mit tun bei diesem Gegenschlag, dann wären die amerikanischen Truppen in der Region nicht mehr sicher. Und Biden selbst hat Netanyahu gesagt, also wir werden da auf jeden Fall nicht mitmachen. Also es herrscht Informationschaos. Wie schaut es jetzt aus mit Israel und Biden? Das Problem ist, erstens, das Zinsstück zwischen Biden und Netanyahu ist weitgehend zerschnitten, kann man sagen, nach den Vorfällen und Gesprächen, die diese beiden hatten. Und das andere ist, dass die Amerikaner gar nicht können, als Israel maßgeblich zu unterstützen. Das ist gewissermaßen Staatsräson in den USA.
da kommt man nicht umhin. Da gibt es zu viele Interessensgruppen auch in den USA jüdischer Herkunft, die sagen, Israel, das ist praktisch etwas, das auf jeden Fall im höchsten amerikanischen Staatsinteresse liegt. Und da kommt man als Präsident nicht vorbei an diesen Stimmen und an diesen Faktoren, politischen Faktoren in den USA. Also heilloses Chaos erstmal, wie jetzt die Situation eigentlich ist. Eins ist klar, offiziellen Sender ARD und ZDF haben mal wieder gepennt, als es am Samstagabend zu dieser Eskalation durch den Iran kam. Das versucht man dann so ein bisschen zu kompensieren, indem man dann am nächsten Tag einen Brennpunkt gemacht hat. Aber nein, man unterbricht nicht sein Programm. Nein, wir machen erstmal Unterhaltungsprogramme weiter. Und das Interessante ist, ein Teil unserer Rundfunkgebühren ist begründet damit, dass ja ARD und ZDF und die dritten Programme praktisch sichere unterirdische Bunker haben, von wo aus sie senden können, selbst im Falle eines Atomkrieges. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wirklich, die Sender haben diese Räume vorrätig. Das Problem ist nur wahrscheinlich, bis die Herrschaften bei ARD und ZDF bemerken, dass da irgendetwas Schlimmes passiert ist, ist die ganze Geschichte schon vorbei. Wollen wir nicht hoffen, aber es zeigt so ein bisschen diese Schläfrigkeit. Man hat manchmal das Gefühl, die Tagesschau ist gar keine schlechte Nachrichtensendung, wenn man sich für die Nachrichten von gestern interessiert. Da kommen dann meistens Nachrichten, die eigentlich schon wieder komplett unaktuell sind. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal die Brücke zu den Märkten schlagen, sehen wir Fear and Greed Index jetzt. Ich glaube, es ist der niedrigste Stand des bisherigen Jahres bei 46, aber immer noch neutral, noch nicht mal ganz Furcht. Mal sehen, ob sich das dann noch im Laufe des Tages ändern wird oder ob wir da morgen schon einen anderen Wert haben. Wir waren ja permanent im Bereich Greed, Gier oder sogar extremer Gier. Und dann hatten wir heute US-Konjunkturdaten, Einzelhandelsumsätze besser als erwartet mit 0,7 statt 0,4, deutlich besser als erwartet. Vor allem die Retail Sales ex Auto plus 1,1%, deutlich besser. Die Control Group, also das, was in das BIP der USA einfließt, auch deutlich besser mit 1,1%. Und das ist natürlich jetzt für die Fed nicht unbedingt eine Steilvorlage, die Zinsen zu senken, auch wenn man natürlich sehen muss, dass diese Daten nicht inflationsbereinigt sind. Würde man die realen Einzelhandelsumsätze, also inflationsbereinigte Einzelhandelsumsätze hier angeben, dann wäre das Ganze negativ gewesen mit minus 1,1%. Und die letzten 12 der letzten 17 Monate sind die realen Umsätze zurückgegangen. Das darf man dabei nicht vergessen. Und morgen wird sich Jerome Powell äußern. Und zwar in einer Diskussion mit Tiff Macklem, dem Chef der Bank of Canada, also der kanadischen Notenbank. Und das wird das erste Mal sein, dass Powell sich persönlich äußert. Andere FED-Mitglieder haben das ja schon gemacht, aber dass Powell sich persönlich äußert, nachdem die Inflationsdaten CPI ja höher waren, wieder einmal als erwartet, das vierte Mal in Folge. Heute hat sich schon Williams geäußert von der New York Fed, der gesagt hat, ja, ich erwarte immer noch, dass wir Ende des Jahres oder dass wir in diesem Jahr, nicht Ende, sondern in diesem Jahr, die Zinsen senken. Und ich sehe nicht, dass die Recent Inflation Data ein Wendepunkt sein, also dass die Inflationsdaten ein Wendepunkt sein. Sven Hennig vermutet hier, sie wollen unbedingt senken, egal was passiert, aber können sie das? Ich vermute, das wird nicht so einfach und die Zeit läuft ihnen davon. Sie kommen immer näher an die Wahl heran und bekommen damit ein Thema. Aber ein Thema haben sie ohnehin mit der Inflation. Andreas Deno Larsen zeigt hier mal anhand von 5 Indikatoren, unter anderem Erzeugerpreise, Supply Chain, Commodities, also Rohstoffe und so weiter und so fort, dass alle 5 Inflationsindikatoren jetzt wieder nach oben weisen, wir also latent wieder einen Teuerungsdruck haben. Und das sieht man dann zum Beispiel mal bei Kupfer, was ich Ihnen mal hier rausgesucht habe. Hier sehen wir einen kürzerfristigen Chart auf der linken Seite, auf der rechten Seite einen übergeordneten Chart. Da sind wir scheinbar ausgebrochen wieder nach oben und sind auf dem Weg zu Ständen, die wir zuletzt im Jahr 2022 gesehen haben. Aber das gilt auch für Aluminium, für Nickel, für all diese Dinge, die jetzt durch neue Sanktionen gegen Russland wieder erheblich teurer werden. Und all das
trifft dann auf Aktienmärkte, die jetzt bisher sich gesagt haben, naja, egal, ne, wenn die Renditen steigen, also die Kapitalmarktzinsen steigen, so wie heute. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 4,641%. Das ist der höchste Stand seit November. Und Morgan Stanley hat ja gesagt, ja, normalerweise, wenn die Renditen so 4,44% erreichen, dann könnte es eng werden. Aber nein, es ist bisher so, dass man hier fröhlich Zinserwartungen ausgepreist hat, ohne dass die Aktienmärkte gefallen waren, weil man sich sagt, naja, dann haben wir halt KI oder wir haben eine tolle Berichtssaison. Aber guckt man sich mal die Erwartungen an für diese Berichtssaison, dann sind die ziemlich scharf nach unten korrigiert worden in nächster Zeit. Heute hatten wir sehr starke Zahlen von Goldman Sachs. Diese Woche kommt noch Netflix. Das wird dann für den Tech-Bereich sehr, sehr wichtig. Also die Frage ist, wie lange kann man da zugucken, dass die Renditen steigen? Hier sehen wir das nochmal, über 4,6% jetzt. Das hatten wir zuletzt, wie gesagt, im November. Und es geht vor allem ziemlich schnell nach oben. Das ist dann das andere Thema nochmal, was für die Märkte vielleicht ein Thema werden kann. Zumal wir den New York Empire State Index heute gesehen haben, der schwächer war als erwartet. Aber da tauchte eine interessante Passage auf zu den Preisen, die Inputpreise sind gestiegen, während die Verkaufspreise unverändert geblieben sind. Und das bedeutet faktisch, die Unternehmen haben höhere Kosten, aber haben die Verkaufspreise nicht erhöhen können. Das frisst sich also in die Marge. Das wäre dann eben auch nochmal ein Thema hier in Sachen Gewinnerwartungen. Gut, das Ganze ist hier nur aus der Region New York, aber vielleicht doch ein guter Indikator, was der Fall ist. Wenn wir mal zu den Aktienmärkten kommen. Nvidia hat es offenkundig wieder getan oder will es tun. Lambda, ein Unternehmen, das Chips kauft von Nvidia und diese Chips auf Kredit kauft, diese Chips, die man auf Kredit gekauft hat, dann als Sicherheit für den Kredit hinterlegt. Das hat man bei CoreWeave schon gemacht. Nur sind Chips eben extrem verderbliche Ware. Wenn ein neuer Chip kommt, wenn schnellere Chips kommen, dann sind alte Chips, das ist wie bei Rechnern. Ein Rechner, der 2 Jahre alt ist, den kannst du eigentlich kaum mehr verkaufen, weil er praktisch eben nicht mehr up to date ist. So geht das auch bei Chips. Also Nvidia versucht jetzt offenkundig im Vorfeld seiner Zahlen künstliche Bedarfe zu schaffen, die wahrscheinlich gar nicht wirklich der Fall sind. Das ganze Spiel geht weiter. Wir sehen Nvidia heute positiv, negativ Tesla, wobei sich das in Grenzen hält nach eben den Berichten, dass die iPhone-Shipments 10% etwa gefallen sind. Wir haben Tesla im Minus, nachdem Eleanor mehr als 10% seiner Belegschaft entlassen muss aufgrund der großartigen Nachfrage. Wir werden ja bald nur noch Teslas auf den Straßen sehen, meine Damen und Herren. Deswegen entlässt man mal 10% seiner Belegschaft. Kommen wir kurz noch nach China, die ja zuletzt schwache Exportdaten, schwache Importdaten wieder geliefert haben, die in der Deflation sind, und jetzt beendet man die für Beobachter sehr wichtige Kategorie, ja, wie viel Geld fließt denn in die chinesischen Aktienmärkte. Das wird man jetzt nicht mehr berichten. Ein weiterer Schritt hin in Richtung totale Transparenz seit der Chinesen. Und wenn wir nach Deutschland kommen, sehen wir, dass die erste Stadt, nämlich Oranienburg in Deutschland, praktisch den Stromnotstand ausgerufen hat. Der Grund: zu viele Wärmepumpen, zu viele Elektrofahrzeuge für ein Stromnetz, das dafür gar nicht ausgelegt ist. Das ist mal wieder so typisch die derzeitige Bundesregierung. Man will politisch etwas, ohne die Infrastruktur überhaupt vorher bereitzustellen, und das geht irgendwo nicht, das wird nicht funktionieren. Und ja, diese Stadt Oranienburg wird sicherlich nicht die letzte Stadt sein, die hier einen Notstand ausruft. Das bedeutet, dass man Neuanmeldungen nicht mehr machen kann, Leistungserhöhungen nicht mehr beantragen kann. Also es wird schwer für die Wärmepumpen-Liebhaber, sich da noch eine Wärmepumpe einzubauen, zumindest in Oranienburg. Und wenn wir insgesamt mal gucken, man hat ja gesagt, wow, super, CO2-Emissionen sind gesunken, stimmt, aber nur um 9% gegenüber 2022. In Frankreich sind sie um 29% gesunken, und unsere Stromerzeugung ist so schmutzig wie nur in Polen und Tschechien. Da sind wir schon Nummer 3. Zumal die Strompreise, zumindest jetzt im Großhandel, zwar gesunken sind, aber immer noch doppelt so hoch sind wie vor der Krise. Also wir verkaufen uns hier ein ideologisches Konstrukt
und nehmen dabei wirtschaftliche Schäden in Kauf. Das ist wirklich kaum mehr zu ertragen, was da passiert. Was passiert an den Aktienmärkten, meine Damen und Herren? Wie geht's weiter? Zinsen und Bewertungen sind zu hoch, warnt JP Morgan. Also die Kapitalmarktzinsen sind zu hoch und die Aussicht, dass sie sinken werden, ist eben auch nicht so großartig. Man verweist eben auf die sehr, sehr hohen Bewertungen. Wie Sie das Ganze einschätzen, können Sie hier lesen, respektive Ihre Meinung damit abgleichen. Gerne auch diesen Artikel teilen, ebenso wie den Artikel hier über Gold, warum der Goldpreis trotz der Eskalation im Nahen Osten fällt. Nicht dramatisch, aber es ist jetzt nicht so, dass der Goldpreis durch die Decke schießt. Von Bitcoin wollen wir gar nicht reden, meine Damen und Herren. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao, wunderbaren Feierabend und verweise nochmal auf die zwei Artikel. Servus, Ciao.